Plötzlich, in der zweiten Halbzeit, traf Italien. Jeder, der das Spiel sah, wunderte sich. Wir schlagen Argentinien? Wie ist das möglich? Aber es war möglich. Tardelli, Graziani, well played by Tardelli. Rossi goes away, and he's clean away, and he's onside. With a beautiful ball through, a real chance for Rossi, and he cannot make it. But in comes Conti. The goalkeeper went with his foot, still Conti. Amazing field all over the place. And finally, it's turned in by Caprini. Obwohl Argentinien noch der Anschlusstreffer gelang, blieb es am Ende beim 2:1 für Italien. Gegen Argentinien hatten wir keine Chance und gewannen dennoch. Deshalb glaubten alle, dass wir auch gegen Brasilien eine Chance hätten. Gentile sollte Zico in Manndeckung nehmen. Also gingen wir mit ein wenig mehr Hoffnung ins nächste Spiel. Brasilien brauchte nur ein Unentschieden, um ins Halbfinale einzuziehen. Die Seleção galt zudem als stärkste Mannschaft des Turniers. Ein Sieg Italiens schien ausgeschlossen. Unser erstes Tor brachte die Wende. Paolo Rossi traf. Es war sein erstes Tor bei der WM und das erste gegen Brasilien. Das war sehr wichtig, denn Brasilien musste jetzt kommen. Und wir wussten, dass sie dann in der Verteidigung verwundbar sein würden. Brasilien hatte ein unglaubliches Mittelfeld. Doch ihre Abwehr ließ ein bisschen zu wünschen übrig. Und so machten wir uns diese Schwäche zunutze. Zwei Tore von Rossi. Das Spiel entwickelte sich zur spannendsten Partie des Turniers. Away from Conti. Falcao over to the right in a good position. Still Falcao out. Still Falcao. What is right? It's there! Falcao, who plays for an Italian club, wipes out Italy's lead. 2:2 durch Falcao. Mit einem Bein stand Brasilien bereits im Halbfinale. Doch statt das Spiel zu beruhigen, drängten sie weiter auf das Tor von Dino Zoff. 15 Minuten vor Schluss gibt es für Italien nochmals Eckstoß. Bagomi is up there, shot by Tardelli, and it's been turned in! Paolo Rossi was there again! Unbelievable! It's 3-2 to Italy! Für Paolo Rossi war es das Ende einer langen Durststrecke. Rossis drittes Tor weckte bei den Italienern große Hoffnungen auf das Halbfinale. Doch die Brasilianer blieben bis zuletzt gefährlich. Sekunden vor dem Abpfiff musste Dino Zoff noch einmal zeigen, was er kann. Diese letzte Szene des Spiels dürfte viele Menschen in Italien 10, 15 Jahre ihres Lebens gekostet haben. Zoff hielt den Ball mit einem tollen Reflex gerade noch auf der Linie. Damit war dieses wichtige Spiel tatsächlich gewonnen. In den USA kann sich angeblich jeder daran erinnern, wo er war, als Kennedy starb.
In Italien weiß jeder, wo er war, als Zoff diesen Ball hielt. Ganz sicher. Die Euphorie war riesig. Brasilien war schließlich das Team des Turniers. Die Brasilianer hatten die stärkste Mannschaft. Sokrates und Co. waren schlicht die Besten. Sie zu schlagen war ein großer Erfolg und ungeheuer befriedigend. Una grande impresa e una grande soddisfazione. Rossi stieg vom Buhmann der Nation zum Nationalhelden auf. Nach seinem Durchbruch gegen Brasilien gab es für ihn kein Halten mehr. Im Halbfinale gegen Polen erzielte er zwei weitere Tore. Die süße Rache nach dem verpatzten Auftaktspiel in der Vorrunde. Das ganze Land war auf den Beinen. Alle schrien vor Freude. Manche badeten sogar in den öffentlichen Brunnen. Es war großartig. Aber es war nicht nur ein großer Moment für den italienischen Fußball, sondern auch für unser Land. Wir erinnerten uns wieder daran, dass wir alle Italiener sind. 11. Juli 1982. Die Squadra Azzurra hat gegen alle Erwartungen das Finale erreicht. Das Endspiel gegen Deutschland findet im Bernabeu-Stadion in Madrid statt. Unter den 90.000 Fußballbegeisterten befindet sich auch der populäre italienische Staatspräsident Sandro Pertini. Es war ein sehr bewegender Moment. Denn Pertini war nicht einfach nur unser Präsident, sondern als ehemaliger Widerstandskämpfer gegen Mussolini und Hitler war er so etwas wie unser aller Übervater. So he was a kind of big father of everyone. Und so war unsere Anspannung größer denn je. Die Kulisse im Bernabeu-Stadion ging einem schon unter die Haut. All die Leute und die italienischen Flaggen. Daran erinnert man sich für den Rest seines Lebens, das vergisst man nicht. Die Anspannung ist groß. Besonders beim erst 18-jährigen Giuseppe Bergomi, der in letzter Minute für den verletzten Antonioni hereingenommen wurde. Als wir uns zur Nationalhymne aufstellten, dachte ich vor allem an meinen Vater. Ich hatte ihn 2 Jahre zuvor mit 16 verloren. Er hatte mich nie auf diesem Niveau spielen sehen. Und nun war ich bei einem Weltmeisterschaftsfinale dabei und musste an ihn denken. Das war schon sehr bewegend. Die ersten 25 Minuten tasten sich beide Mannschaften vorsichtig ab. Doch plötzlich kommen die Italiener gefährlich vor das deutsche Tor. Antonio Cabrini, who I remember once missed one at Arsenal in a Cup Winners Cup tie, but then followed up to score. Und was macht der Unglücksrabe? Er verschießt. Es war die einzige Torchance in der ersten Hälfte. Hätte Cabrini getroffen, wäre das die Führung gewesen. Stattdessen geht es zur Halbzeit torlos in die Kabine. Cabrini ist am Boden zerstört. Routinier Zoff versucht in der Pause, seine Vorderleute wieder aufzubauen. In der Halbzeit redete ich auf ihn ein. Ich scherzte ein wenig, sagte ihm, dass der Elfer keine Rolle spielen würde und wir bestimmt noch ein Tor machen werden. Auch in der zweiten Hälfte gelingt es zunächst keiner Mannschaft, die Defensive der anderen zu durchbrechen.
Bis zur 57. Minute. Graziani führt einen schnellen Freistoß aus. Here's Gentile. That's a